Letzte Show, dass man dort diese Bühne bauen kann. Das heißt, diese Projektmodellierung und so greifen kann. Dazu brauchen wir nur GameObjects, leere GameObjects, nämlich Cubes erzeugen. Wichtig ist immer, wenn wir ein leeres GameObject erzeugt und wir wissen wirklich, wo das dann, wo sie ist, macht dann mal 0,0,0. Also setzt die Position auf 0,0,0 und kannst bauen erst, auf einmal, dass das Ding verschiebt. So. Und die machen wir da jetzt diese Bühne rundherum. Das heißt, die machen wir da rundherum Balken, die schon super ziehen, links und rechts, sodass der Schäden mit Kamerabildern reinpasst. Die kommt natürlich auf die Kamera verschieben. Mit Steuerung D, Steuerung V kann man es kopieren. Und. Ja. Dann haben wir noch. Dann müssen wir jetzt gut an. Also genau, und so jetzt da, also genau diese Platin zu der rechts und einfach die 90 direkt erkennen und dieser wirklich 90 Grad drauf. Und wieder die platzieren. So. Ich tue noch das Pencil ein bisschen oben, schon besser passt. Und dann noch kontrollieren, das ist noch wichtig. Einmal kurz von oben drauf schauen, ob er wirklich alles in derselben Ebene ist, nicht dass der Ball dann links und rechts vorbeifliegt. Wenn es ist dann ausprobiert, müsste eigentlich schon alles eins zu eins funktionieren und der Ball von die Wände abprallen. Genau. So, schauen wir, ob das einfach hätte vorfliegen. Schwupps, startet nicht. Passt. Gut. Wir holen jetzt das erste Mal, dass das Pedal links und rechts, dann nehmen wir eine Fahrt in die Wände. Dazu muss ich jetzt ein paar Sachen machen. Erstens, ich muss den Pedal an Richard Bali geben. Ich will, also, ich will dann per Skript die Kollision erkennen und sagen, okay, wenn ich eine Kollision habe, dann darf ich nicht weiterfahren. Dazu, wenn ich diese Kollision erkennen kann, muss ich beide Sachen mal in die Physikwelt von Unity mit einbinden. Natürlich, wenn ich jetzt den Pedal Gravity los, dann fliegt es alle. Das heißt, das machen wir weg. Und ich halte dieses Kinematik an. Dieses Kinematik sagt nichts anderes aus, als dass die Physikkräfte, die Standardkräfte aus der Physik-Engine, auf das Element nicht wirken, die aber trotzdem Kräfte per Skript hinzufügen kann. Das heißt, ich kann das per Skript zum Beispiel ausstupsen. Und ich kann dann auch eine Kollision damit erklären. Das zweite, was wir machen, ist auf die Wände, auf die Wände machen wir dasselbe. Da tun wir auch überall Richard Bradis hinzufügen. Links, rechts und oben. Und die Kräfte kommt aus, nehmen wir jetzt aber nicht. Wichtig war nur, dass die Sachen constraint und so weiter, ist jetzt so los, ob die Kräfte drin. So, das heißt, die Sachen werden lustig offen. Nicht unbedingt weiter. Wenn ich jetzt überall nur die Gravity wegkagelt, können wir auch probieren. Nur die Gravity weg. Und das machen wir schon. Dann geht das zwar nicht so weit, aber wenn ich jetzt mit Bäumen gehen will, schützt man der Bäume der Runde. Auch nicht intelligent. Intelligent war jetzt hergehen und sagen, okay, naja, dann ist das ja auch keine Mitte, weil dann tue ich halt das nicht mehr mit Skript bewegen und sonst wechsle ich nicht. Geht aber nicht, weil zwei Elemente, die Kinematik sind, kann ich keine Kollisionsüberprüfung machen. Also keine Standard-Kollisionsüberprüfung machen. Das ist wieder blöd. Weil dann sind ja beide Elemente ausgelöst aus der Physik wird und die miteinander gehen nicht. Es gibt aber dann noch das, da kann man Constraints hinzufügen. Das heißt, die kann zu dem Element sagen, du bewegst dich nirgends mehr hin. Wenn ich jetzt alle Achsen konstruieren will, das kann ich auch mit der anderen machen. Dann werden die Dinge still, aber ich habe wieder einen anderen Nachteil. Wenn jetzt der Ball dagegen fliegt, tut der Ball so, als ob das Ding noch immer wegfliegt, obwohl das Ding nicht noch mit dem wegfliegt. Wieder ein Problem. Aber um das Problem kümmert man sich jetzt später. Schauen wir, dass wir da die Haken überall gesetzt haben. Und dann nur kurz zur Info, wenn Sie das Problem haben, dass euer Ball einmal irgendwann mal auf einmal vorne oder hinten ohne fliegt oder vorbeifliegt an der Wand, dann liegt es daran, dass der halt irgendwie zu einer Rotation kommt oder irgendein Element schief ist und der halt in die Z-Achsen auf einmal gekauft hat.
Es que se venido desde el pueblo, ah, que tú tienes also constringer, responsa, me lo venido, no sé, de te pax, se me pedigo. Con te pedigo, te pedigo, pax, me pedigo, cuando como tú, no ven, te pedigo, 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 te Es que te puedo decir otras 9 pedos script. So, 9 pedos script. Und jetzt gibt's genauso wie es im Boden sind die Funktionen, die wird automatisch aufgerufen, wenn man eine Tastendruck oder die Maus bewegt. Die dritte Funktion, die automatisch ausgeführt wird, wenn eine Kollision hat. Die heißt einfach Function on Collision. Und da gibt es jetzt einen on Collision Enter, on Collision Exit. Exit, also on Collision wird ausgeführt immer, sobald die Sachen sich überschneiden. On Collision Enter wird immer ausgeführt einmal, sobald so Sachen zusammenfassen. Und die Funktion wird standardmäßig das Objekt nicht mit dem kollidiert wird. Das heißt, ich bin jetzt auf dem Pedal drauf und sobald das Pedal mit dem anderen Objekt kollidiert, wird die Funktion aufrufen und das andere Objekt wird übergeben. Das muss ich als Parameter definieren, wenn ich das einmal putze. Und das hat den Daten die Collision. Kann man aufgehen. So, und zum Testen gebe ich mir da jetzt einmal eine Debug-Meldung raus. Debug.log. Und ich will es von dem Objekt, mit dem ich kollidiert bin, von dem Putz. Game-Object und von dem Game-Object den Namen. Und das probieren wir mal aus. Das sollte dann theoretisch, wenn ich das jetzt ausführe, in der Konsole unten abschaue. Jedes Mal, wenn mein Battle eine Kollision hat, das ist das letzte im Rollen aus, ist den Namen von dem Objekt ausgehen, mit dem ich kollidiert bin. Wenn alle Einstellungen richtig sind, sollte man jetzt links und rechts gegen die Wand vor, in einem View ausgeben. Das ergibt mir jetzt nichts anderes aus als den Namen von meiner Wende. Damit das was gleich schaut, gebe ich den Cube jetzt nur einen Namen. Also ich sage das Wand links. Und den Cube sage ich Wand rechts. So, dann müssen wir mal Wand links und Wand rechts ausgeben. Wann jetzt? Dort werden stehen und was korrigiert. Dann kann ich jetzt einfach sagen, okay, wenn ich mit links kollidiere, dann verhindert, dass ich weiter nach links fahre. Das heißt, ich mache mir da oben jetzt als erstes einmal eine Variable, nenne die MoveLeft zum Beispiel, und sage die jetzt einmal von Haus aus True. Und jetzt sage ich, wir sind nur da nach links fahren, wenn MoveLeft True ist. Also, wenn ich die linke Maustaste drücke, linke, also linken Pfeil drücke, und wenn mein MoveLeft. Dann darf ich nach links fahren. Jetzt brauche ich nur mit der unten sagen, okay, wenn ich mit meinem Game-Object kollidiert ist, mit meiner linken Wand kollidiert, dann soll man nicht nach links fahren, oder? Also, Giftbedingung, mein Game-Object und Name entspricht, bei mir heißt das Wand links. Dann noch was, nämlich der Absicht nur das Move-Left auf Falsch setzen. Ich sage jetzt da im Else-Zweig, Else soll es wieder drum sein, obwohl ich überhaupt, dass ich damit einen Fehler produziere. Warte mal, dass ich mal anschaue, ob es draufkommt, was der Fehler ist. Jetzt drückt da, ich muss kurz umschalten. Wenn ich da jetzt nach links fahre, ja. Sollte ich mich dann gleich nach links fahren lassen. Der Fehler, von dem ich das gekriegt habe, ist, wenn ich da jetzt links fahre. Und auf einmal macht, aber dann mit fällt der Ball auf mich, kann ich trotzdem weiter nach links fahren. Da denken wir jetzt mal kurz drüber nach, werden wir schauen, dass das bei jedem funktioniert. So, die Lösung von dem Problem, dass er jetzt links ausfällt, ist einfach. Jedes Mal, wenn er eine Kollision hat, dann führt er ja die Funktion da auf. Funktion aus. Also nicht nur, wenn er eine Funktion mit einer, also Kollision mit einer Wand links hat. Also wenn jetzt die Wand links ausstellt und dann macht der Move Left auf Falsch und der Ball fliegt drauf, dann wird die Funktion wieder ausgeführt. Ich habe
K-Kollision mit der Wand links, das heißt, ich komme mit dem Pilz zurück, also muss man auch mit dem Fleck wieder die Runde vorbei. Das bringen wir nicht. Ein netter Workaround ist, ich nehme die Funktion und sage On-Kollision Exit. Das heißt, erst wenn ich außerfahre aus dem Teil wieder, dann soll er mir gesagt auf Null wieder setzen. So, funktioniert genauso wie On-Kollision Enter. Wichtig ist, dass man den L-Zweck bei oben jetzt mit löschen, den brauchen wir nicht mehr. Und die Funktion, wo man jetzt überprüfen, okay, bin ich jetzt da aus der Wand links rausgefahren, wann ja, machen wir das Move 11. Auf du. Fertig. Jetzt sollte das mit links tadellos funktionieren. Das hat nie jetzt. Nein. Und fahre da links rein und kann da. Nicht mehr leider von. Aber der Ball noch mit drauf, die stehen auch, da geht's nicht weiter. So. Ich sag's wie es ist, sicher gibt es bessere Lösungen dafür. Also zum Beispiel einfach die Position überprüfen. So wie man es einfach Position gewinnen sind. Dass ich einfach schaue, okay, wie groß ist die Position? Dann schaue ich, wo ist die Wand, was ist die Position von der Wand und sage, okay, wenn der Devil bei der X-Position von der Wand ist, ob da darf sie nicht mehr leider bewegen. Gar nicht genauso. So haben wir die Kollision mitgegeben. Ihr dürft jetzt das für rechts machen. Was ist rechts in deine Farbe? Das ist eigentlich schon. Gut. Also das mit der rechten Wand ist zweimal gut gepasst. Einmal das da. Und so die Wand rechts mitprüfen. Und da brauche ich jetzt eine neue Variable, nicht Move Left, sondern Move Right. Wenn ich die verwenden will, muss ich natürlich hier oben sofort die Funktion nach. Total Move Right. Das gleich gut. Und das will natürlich jetzt dann nur Wand nach rechts auswandern. Wand Move Right. Gut. So. Das heißt, das. Na. Du jetzt falls. Und da unten. Wird es dann wieder tun. Dann der rechte Wand Collision Exit hat rechts das Move Right. So, ausprobieren. Wand rechts vor. Stehen nimmer. Auf links. Dann muss ich aufgehen. Wand rechts. Move Right. Schon, das hat die ganze Zeit funktioniert. So viel zu denken. Weiter geht's. Ich hätte jetzt gern dem Ball beim Starten einen Schubser geben. Also, dass er nicht grob überfliegt, sondern dass er einen kleinen Stesser gleich direkt am Starten fliegt. Das heißt, ich gehe jetzt erst einmal in das Skript vom Ball. Und jetzt beim Starten, also in der Startfunktion, sondern man jetzt ein Graf, wenn der Graf auf den Ball wirkt, und zwar ganz kurz. Wenn ich das machen will, sage ich mal ist. Das ist der Ball selber. Ich will jetzt ein Graf darauf auswirken, das heißt, ich will jetzt da auf seine Physik zugreifen, also greife ich auf den Widget Body zu. Wenn ich da sage, boom, sind die schon aufgelistet, die Sachen, die ich machen kann. Erst davon ist, da gibt es jetzt mehrere Varianten, wie ich das machen kann. Ich mache das mit einem Vektor. Das heißt, ich tue jetzt direkt dazu einen neuen Vektor rein und gebe den Vektor auch eine Richtung, in die ich aufwirken soll. Also wenn da jetzt mein Ball ist, sage ich, okay, mein Pfeil soll jetzt minus 3 zum Beispiel auf der X-Achse schauen, oder Y-Achse 0 und auf der Z-Achse auch 0, dann stört man quasi einfach den Pfeil von links dabei. Je länger der Pfeil ist, desto größer der Kopf. Das kann ich direkt dazu sagen, indem ich da sage Move Vector 3. In die X-Achsen sage ich minus 3, dann habe ich den links
Glückzüge wachsen 0, eine Z-Wachsen A0. Und das zweite Parameter, das ist etwas groß für Kopf. Soll ich noch gut rufen? Wir können entweder absolute Kopf geben, wir können entweder Beschleunigung geben, an den Puls, das war unser Stresser, oder die Geschwindigkeitsänderung. Wir wollen jetzt einmal den Stresser geben. Also haben wir da Voraus, Not und Impuls. So, Stressbahn, Speichern und Play. Und jetzt sollte ein Stresser mit Linkskrümmung starten. Oder? Passt. Lustig war es natürlich, wenn der Stresser dann eher Zufall war. War kein Problem, da gibt man einfach eine Variable Speed, X zum Beispiel. Und es gibt ein Random-Objekt, mit dem ich zufällig machen kann. Da gibt es verschiedene Funktionen dafür. Es gibt Random.Range. Da sage ich einfach den Minimumwert, den Maximumwert, das kommt dazu, bis dazwischen hast du fertig. Also Minimum minus 5, Maximum 5, fertig. Und dann schalte ich natürlich mal die Speed X da statt minus 3. Ergebnis, boah, ich rufe jedes Mal woanders hin. Und jetzt alle klickt. So, Ballen fliegt runter. Ballen startet noch rechts. Ballen fliegt wieder runter. Startet wieder noch rechts, alles zufällig. Ballen fliegt wieder runter. Ballen startet noch links. So, also ich will das mal von der linken Wand holen, dass er ein bisschen ein Gas kriegt. Ein bisschen Stress gleich. Ich probiere mal ein kleines Operation. Du bist beim Ball dazu. Und wenn ich mit der linken Wand will, die will was machen mit der rechten Wand. Nehmen wir gleich die Vorderseite nach oben. Da dazu. So. Wenn ich mit der linken Wand kollidiere, soll ich mal einen Wuscher von, sagen wir mal, 5 oder 10 nach rechts geben. Wenn ich mit der anderen Wand kollidiere, soll ich mal dann nach links gehen, also minus 5. Das sollte so schon. So, jetzt kriegt er halt immer einen ganz leichten, mit dem Stesser an, wenn er gegen die Wand hupft. Was ich jetzt unmachen kann, ist, wenn er schneller gegen die Wand hupft, soll er den Stesser nicht mit dazu kriegen. Das heißt, ich schaue zuerst, okay, was für Geschwindigkeit hat der Ball? Und erst wenn die Geschwindigkeit eine bestimmte Grenze unterschreitet, dann soll er einen Stresser kriegen. Dazu wollen wir dann eine Variable Speed. Und da speichere ich meistens die absolute Geschwindigkeit vom Ball. Das ist leicht, der Ball nur so wieder das Punkt, Racket quasi, Punkt und die Velocity. Genauso wie die Force oder Velocity. Da steht die Geschwindigkeit an und da wird die Geschwindigkeit auf der X-Achse mal, also Punkt X. Und je nachdem, ob der jetzt nach links oder nach rechts fliegt, ist die Geschwindigkeit ja auch negativ, also minus und einmal positiv. Also würde ich nur den absoluten Wert haben dazu. Cool, es ist in jeder Programmiersprache eigentlich gleich, es gibt fast immer ein Mathematikobjekt, das ist ein Mat-F für Float. Da gibt es wieder alle mathematische Funktionen, Abs, macht wieder den absoluten Wertschnitt, also das Vorzeichenobjekt. Kann man zu und ich habe ein Speed. Und jetzt kann ich nur mal checken, wann ich gegen die Wand links fahre, soll ich nur dann auf Force dazugehen, wenn die Speed zum Beispiel kleiner ist als 2. Aber das Problem gibt natürlich auch in die rechte Wand.